Hallo und herzlich willkommen, Ringrocker hier. Ich freue mich, dass ihr beim neuen Leuchtende Perle-Video mit dabei seid. In diesem Video geht es durch den verwinkelten Kraterberg bis hoch zur Spitze. Was hat Team Galactic vor und bin ich wieder zu spät? Wenn euch die Videos gefallen, lasst doch gerne ein Abo da, würde mich riesig freuen. Los geht's! So, im letzten Video habe ich noch hier den Abstecher nach Herzhofen gemacht. Und jetzt geht es Richtung Kraterberg. Wir sollen da ja anscheinend den Team Galactic Boss vor irgendetwas aufhalten. Und mir fällt gerade auf, hier wachsen doch bestimmt meine Beeren. Die muss ich doch jetzt erstmal. Nein, oh, er steht in voller Blüte. Er gieße ich mal noch schnell hier die schönen Bäumchen. Und ich würde sagen, dann geht es jetzt los zum Kraterberg. Ich hole mir noch schnell meine tägliche Beere ab. So, und jetzt einmal hier lang, da hoch, hier rum. Und hier kann man doch irgendwo Kraxler. Ja, da können wir ja jetzt Kraxler einsetzen. Sehr, sehr cool. Das machen wir doch schnell mal. Einmal da hochgekraxelt. Müssen wir dann da kämpfen? Hallo? Ja, tatsächlich ein Kampf. Und danach gibt es hier oben bestimmt ein Item. Schauen wir mal schnell rein, wie gut jetzt hier die Trainer so sind, gegen die man sich hochkraxelt. Und Golbat, alles klaro. Und wie schaut's aus? Empoleon, zeig ihm, wo der Hammer hängt. Und 35, okay, ich glaube, das ist jetzt nicht so spannend, also überspringe ich das wieder. So, den guten Dude ganz fix besiegt und hier oben gibt es doch bestimmt ein Item. Hier muss es doch irgendwas geben, weil sonst irgendwie hier hoch zu kraxeln für nichts. Ein Fläschchen Eisen, sehr nice. Und dann würde ich sagen, ich cut jetzt mal, bis ich da unten bei dem Eingang vom Kraterberg bin. Gut, los geht's rein in den Kraterberg. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo da oben muss man kraxeln, da muss ich bestimmt hin. Hier gibt es übrigens den Funkelstein, also nicht erstmal da hoch zum Kraxeln, sondern hier einfach mal rüber surfen. Hier gibt es, glaube ich, noch deutlich mehr zu entdecken und jetzt aber hoch zu der Kraxlerstelle. Oh, und hier ist noch ein Item unterwegs, das kommt natürlich alles wieder rein. Ein Fläschchen Protein, Proteine, oh, Muskelaufbau, los geht's. Und da können wir jetzt kraxeln, mal schauen. Wie weitläufig das Ganze hier ist im Kraterberg und wie sehr wir uns hier durchkämpfen müssen. Und jetzt auch gespannt, wie stark jetzt hier die wilden Pokémon sind. Da ist noch mein Item, ein Top-Trank und dieser Felsen da links, der sieht sehr suspicious aus. Und da haben wir noch einen Äther, sehr nice. Wir schauen mal jetzt hier durch das Labyrinth des Kraterberges, was wir hier so haben. Da ist noch ein Item, alles voller Items. Nice, ein Fluchtseil, damit wir hier anscheinend easy auch wieder rauskommen. Und ich will hier runter und da ist schon ein Ausgang. Okay, mal schauen, wo wir da hinkommen. Und wir haben hier ein wildes Bronzong, alles klar. Was für Level haben die Pokémon jetzt hier in der Area? Bitte über 40, ey. Keine Lust mehr auf dir, da ich so übelst overpowered bin. 38, eieieiei, naja, hauen wir erstmal ab. Und wir haben hier schon mal einen Ausgang. Wo kommen wir da hin? Ah, Route 207, dieser obere Teil. Den hatten wir ja tatsächlich noch offen. Gucken wir mal schnell, was wir hier noch so bekommen. Ein Item, ah, da unten bei der Lady. Da muss ich auch noch irgendwie hin, aber das geht anscheinend von der anderen Seite dann. Also ist das wohl eher etwas für ein andermal, aber wieder rein da und weiter durch das Höhlenlabyrinth. Hier hoch und über die Brücke und da haben wir gerade schon gesehen, wenn wir hier lang gehen, haben wir noch ein Item. Ein TM80 Steinhagel. Bin gespannt, müssen wir gleich gucken, wie viele TMs ich mittlerweile eigentlich schon habe, welche alle so fehlen. Und das nächste Pokémon. Kommt jetzt mal irgendwas? Na, Georock brauche ich leider nicht. Und weiter geht's. Nächstes Item. Ein Beleber. Also wir werden hier gut ausgestattet in Kraterberg. Bin mal gespannt, was wir noch so alles finden. Nächstes Pokémon. Ein Moshok brauchen wir leider auch nicht. Aber ich bräuchte langsam mal wieder ein neues Pokémon, was ich fangen kann zum Entwickeln, zum Füllen des Dexes. Weil ich habe jetzt zwar noch das Klingplim und das Ponita dabei, aber die werden, denke ich, auch beide bald entwickeln. Und dann habe ich gar nichts mehr so zum Trainieren, aber der Pokédex soll ja auch noch schön voll werden. Was kommt jetzt? Bitte mal was Neues.
Pipi habe ich auch schon. Müsste ich mal mit Mondstein zu Pixie entwickeln. War doch, glaube ich, ein Mondstein. Na, kann sein. Müsste ich nochmal nachschauen. Oder schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst, dann muss ich es nicht nachschauen. Haha. Und weiter geht's. Hier runter, dann nicht runterhüpfen. Hier rum und ab in den nächsten Höhlenbereich. Hier hoch und direkt weiter in den nächsten Höhlenbereich. Wir gucken mal, was da unten ist. Hier geht's rechts runter. Oh, ein Top-Beleber. Alles klar, oh, schöne Sackgasse. Und jetzt hier wieder hoch und geradeaus. Ah, da steht auch schon jemand von Team Galactic. Und der Rüpel möchte kämpfen. Alles klar, oh. Ich denke mal, der Kampf ist unspektakulär, deswegen überspringe ich den auch schnell für euch. Ist auch nur ein Pokémon. So, wie zu erwarten war, ging das ruckzuck. Und da ist auch schon wieder ein Georock. Wildes Pokémon, jetzt mal höheres Level. Und wahrscheinlich immer noch so 38 oder sowas. Also unspektakulär. Und dann Zeit zum Überspringen, würde ich sagen. Ja, Level 36. Also damit gebe ich mich erst gar nicht ab. Weiter geht's. Bin sehr gespannt. Und der nächste Team Galactic Trainer. Wir nähern uns also wohl der Spitze und dem Boss, würde ich sagen. Geht ja doch schneller als erwartet. Und weiter geht's. Hier geht's raus aus der Höhle. Und jetzt dürfen wir uns in eisiger Kälte den Kraterberg hochkämpfen. Ich laufe mal zuerst hier durchs Gebüsch und war überflüssig. Man hätte auch einfach das Gebüsch umlaufen können. Okay, jetzt brauchen wir hier einmal Kruxler. Und dann schauen wir mal, was es hier oben noch so alles gibt. Da gibt es wieder in die Höhle rein. Ich schaue erstmal, was es außerhalb gibt. Da ist noch so eine Wiese. Hier können wir Stärke müssen wir einsetzen. Ich dachte gerade, wenn es der Trümmererfelsen. Also einmal Bidifas Stärke. Schwuppdiwupp. Ja, verschieben wir einmal den Felsen. Ah, hier, das sieht doch so suspicious aus. Da ist ziemlich safe ein Item. Zack. Und was haben wir hier? Einen Top-Trank. Ansonsten gibt es hier noch irgendwas. Vielleicht ein wildes Pokémon, was ich fangen könnte. Ein Rex Blizzard, nice! Das will ich haben, auf jeden Fall. Und sehr nice, Rex Blizzard wurde gefangen. Jawollo, das kommt auch ins Team, weil Eispflanze ist genau das, was mein Team, glaube ich, noch gebrauchen kann. Dieses Pokémon wird auch das Eismonster genannt und bedeckt weite Gebiete mit Schnee, indem es Schneestürme hervorruft. Okay, alles klaro. Das kommt natürlich ins Team rein. Und ein Feuer-Pokémon. Ja, hab ich das Galoppe. Und hier geht's auch in die Höhle. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich rein soll. Gehen wir einfach mal hier rein, gucken, was so passiert. Geht's hier eher weiter? Okay, da muss man Kraxler einsetzen. Ich bin so ein bisschen verwirrt. Ob ich jetzt nochmal zurückgehen soll? Ich kraxel einmal schnell hoch. Und gegebenenfalls gehe ich dann gleich nochmal zurück. Oder ich gehe direkt zurück. Ich habe so das Gefühl, hier geht es eher noch weiter hoch. Und guck mir erstmal die andere Ecke da hinten an. Und zwar hier und kraxel da erstmal hoch. Ich würde gern alles ablaufen. Habe keine Lust. Ja, hier geht's, sieht auch so aus, als ob es hier weitergeht. Wobei, nein, das sieht aus, als ob es hier ein Item gibt. Wir haben ja nochmal ein Maschum. Und hier gibt es ein Nugget. Highlight, sehr nice. Jetzt schaue ich mir noch ganz schnell an, wenn ich hier runterkraxe. Ich glaube, war eine gute Entscheidung, erst nochmal zurückzugehen, um wirklich alles zu beleuchten. Schaue ich nochmal an, wo wir jetzt hier reinkommen. Und ob es hier was gibt, das schneide ich euch einfach mal rein. Oder wenn es hier weitergeht, mache ich natürlich auch den Skip dahin, gebe euch gleich ein Update. Okay, gerade durch Surfen festgestellt, dass das hier dieselbe Höhle ist, nur da links mit dem Kraxler. Und hier, dass ich gerade auslaufen kann. Und hier gibt es tatsächlich nochmal ein Item, einen Hyperball. Jetzt schnell zurück zum anderen Eingang. So, anderer Eingang wieder angekommen. Und hier einmal Kraxler ab nach oben. Ich hoffe, es wird nicht mehr zu verwinkelt, bis wir oben ankommen. Und da ist der nächste Galaktik-Rüpel. Auf geht's. Und Rüpel besiegt. Weiter geht's. Und nächster Rüpel auch schon. Und Ponita entwickelt sich sehr, sehr nice. Damit bekommen wir jetzt wohl Galopper. Und der Dex füllt sich mal wieder um ein weiteres Pokémon. Sehr, sehr nice. Und natürlich gibt es für Galopper dann auch den entsprechenden Pokédex-Eintrag.
Für Galuppa wurde ein Eintrag angelegt. Dank seiner erstaunlichen Beschleunigungskraft erreicht es aus dem Stand in nur 10 Schritten seine Höchstgeschwindigkeit. Das ist wirklich krass. Schmalhorn, okay, alles klar. Was ist das für eine Attacke? Stahl. Der Anwender durchbohrt das Ziel mit seinem spitzen Horn. Diese Attacke trifft immer. Okay, das klingt gut. Wir machen mal Glut weg. Und ich behalte jetzt erstmal mein Team. So, ist ja jetzt schon Level 40, dann eins meiner stärksten Pokémon. Für später, man weiß ja nie, was noch so kommt. Und hier ist doch bestimmt ein Item. Ja, noch ein Fluchtseil. Die Höhle da links können wir gar nicht suchen, weil wir noch gar kein Kaskade einsetzen können. Und hier ist doch bestimmt auch noch was, oder? Ah, nee, das ist der Ausgang. Okay, alles klar. Raus hier, weiter geht's. Hier ist bestimmt auch irgendwo was. Wobei, ich habe jetzt keine Lust, die Felsen alle zu zertrümmern. Und hier geradeaus, da ist bestimmt auch noch ein Item. Ein Sonderbonbon, sehr, sehr cool. Und dann steht jetzt jede Menge Kraxeln an, so wie es ausschaut. Einmal Kraxel runter in einen Busch, wo bestimmt auch ein wildes Pokémon kommen kann. Und dann gehe ich erstmal hier rein, gucke, ob hier was ist. Sieht komplizierter aus. Ist was für später oder doch hier weiter? Ich gehe erstmal hier hoch, weil vielleicht ist auch das die Sackgasse. Es ist nicht mal diese zu viele verschiedene Wege. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es hier dann doch weitergeht. Gehen wir erstmal hier lang. Okay, einmal stärker. Ansonsten muss ich dann nochmal da zurück und den Höhlenpart untersuchen. Einmal hier lang, da lang. Und das ist doch keine Sackgasse. Hier rum. Und da geht's auch wieder in eine Höhle. Hier hoch. Hier hoch. Und da ist der nächste Galaktikrüppel. Also denke ich, dass es hier weitergeht. Also mach ich mal schnell einen Cut zurück zu dem anderen Höhleneingang. Den will ich erstmal untersuchen. Hier unterwegs noch einen Mini-Pilz gefunden, wenn man hier durch die ganzen Gebüsche durchmarschiert. Und jetzt an der anderen Höhle, die erstmal erkundet werden muss. Und da ist auch ein Galaktikrüppel. Ah, jetzt weiß ich ja gar nicht, wo es hier weitergehen soll. Gut, wir kraxeln ja mal runter. Den Den Galaktikrüppel habe ich schon verprügelt. Und dann schaue ich mal weiter, was ich hier noch so finden kann. Und diesen nervigen wilden Pokémon. Ich hätte Schutz kaufen sollen. Und hier ist noch ein Rocketrüppel. Ganz schön rüpelhaft hier, was hier alles abgeht. Aber mal schauen, ob ich hier nochmal irgendwas finde. Ein Wampel. Das ist ja echt phänomenal, dass die Rocketrüppel hier mit Wampel auf Level wie viel? Level 38er Wampel? Läuft bei ihm, würde ich mal sagen. 34, okay. So, weiter geht's wahrscheinlich. Oh, da blockiert ein Rocketrüppel den Eingang und ich gehe mal weiter schön außen rum. Vielleicht hätte ich auch einfach den anderen Weg nehmen. Vielleicht führen die Wege ja auch tatsächlich wieder zusammen, wer weiß. Und weiter geht's. Wo kommen wir hin? Hier ist bestimmt ein Item, oder? Ne, ist einfach nur eine Sackgasse, okay. Hier kann man wieder runtergehen, hier lang und hier einmal kraxeln. Und ich hätte hier auch vielleicht gleich kraxeln können, um zu dem da oben zu kommen. Ich bin immer noch hardcore verwirrt. Ich quatsch erstmal nochmal, wobei ich gucke erst nochmal, wo wir hier... zack, bumm, den zertrümmern. Hier rum und da hätte ich direkt hochkraxeln können. Okay, alles klar. Dann nochmal schnell den einen Stein da angucken. So, der Stein hier, ein Beleber, bitte, dankeschön. Dann mal da oben schnell mit dem Rüpel quatschen. Hallo, Herr Rüpel. Ich habe mich völlig verlaufen. Bitte beachte mich einfach nicht. Ich bin nur ein armer Rüpel ohne Pokémon. Okay, gut, da geht's also gar nicht weiter. Na ja, schön Sackgasse gelaufen, würde ich mal sagen. Da geht's wahrscheinlich zu dem anderen Eingang vom Kraterberg. Jetzt gehe ich mal schnell hier noch hoch. Den anderen Teil erkunden. So, und da gibt es auch noch ein Item. Ich habe es schon irgendwie geahnt, dass wir durch den Schnee weiter nach oben mussten. Da wir jetzt mit der Höhle fertig sind, mache ich direkt einen Cut dorthin, bis wir wieder bei dem anderen Höhleneingang sind. Und wieder bei dem anderen Höhleneingang angekommen. Weiter geht's davon. Stand ja direkt ein Rüpel, meine ich. Zack, zack, bumm. Hier gibt es zum einen straighten Weg und da kommt gleich dann auch schon der nächste Rüpel. Ich mache mal einen Cut, bis beide besiegt sind. Und beide Rüpel sind besiegt. Mal schauen, ob wir jetzt langsam mal oben ankommen. Und noch ein Rüpel. Eieieiei, was geht ja hier richtig ab? Hier sind ja Hunderte.
Und weiter geht's. Mal schauen, ob jetzt noch ein Trainer kommt oder ob wir es endlich nach ganz oben geschafft haben. Oh, das sieht gut aus. Die Speersäule. Jetzt werden einmal schnell Pokémon geheilt. Müssen wir überhaupt noch heilen? Nö. Füllt alle AP, alle Attacken eines Pokémons wieder ein auf. Das setzen wir erstmal beim Polion ein. Sehr nice. Und dann schmeiß ich mal noch ein paar Tränke hier rein. Brauche ich eigentlich gar nicht. Auf geht's. Fight, fight. Müssen wir jetzt hier nochmal einen Doppelkampf streiten? Ja, tatsächlich. So, und der Doppelkampf ist erfolgreich bestritten. Hier liegt doch bestimmt auch irgendwo noch mal ein Item rum, oder? So, bevor ich da jetzt weiter vorgehe. Sieht dann doch nicht so aus. Da sind auch die zwei Commander, die nicht zurückgelassen wurden, sag ich mal. Kann ich hier drum rumlaufen? Nee, kann ich nicht. Okay, kommt jetzt ein Commander-Doppelkampf. Schauen wir mal. Auf geht's. Okay, wir haben hier einen schönen Schwenk. Der Boss. Jetzt wird alles enden und alles wird neu beginnen. Mit dieser roten Kette öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Palkia, mystisches Pokémon und Meister des Raums und der Dimension. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Das klingt nicht so gut. Okay, jetzt passiert irgendwas. Trommelwirbel, okay, ein schwarzer Paketitel. Eine Raumkugel, okay, das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich geil aus. Und Saurons Auge. Und da haben wir Palkia, was durch diese komische rote Kette gefangen ist, so scheint es. Und jetzt geht's richtig ab. Uiuiuiui. Die Vernichtung allen Seins steht bevor. Wenn alles vergangen ist, wird es keine Kriege und keinen Streit mehr geben. Ja, ich sehe da aber ein anderes Problem. Spürt ihr, wie sich der Raum verzerrt? Nur ich kann es jetzt noch aufhalten. Klingt ein bisschen größenwahnsinnig. Super tolle Idee. Klingt nicht so gut. Nee. Das ist das Pokémon, von dem in den Mythen erzählt wird, der Erschaffer von Sinnoh. Palkia, die Verkörperung des Raums und der Dimensionen. Palkia! Diese Welt kann nicht mehr in das umgeformt werden, was ich will. Kann nur noch. Eine neue Welt zu erschaffen ist viel leichter, als die alte zu verändern. Eine neue Welt, in der ich alleiniger Herrscher bin, ich werde eine Gottheit. Okay, jetzt ist er größenwahnsinnig. Alles klar, jetzt vorbei. Dann würde ich sagen, auf geht's, wir müssen ihn aufhalten. Nur keine Eile, ich verstehe, dass du unbedingt unseren Boss herausfordern willst. Aber erstmal musst du an mir vorbei. Immerhin hast du mich schon einige Male ziemlich bloßgestellt. Und ich bin die Nächste. Du magst zäh sein. Doch diesmal werden auch wir die Samthandschuhe ausziehen. Gibt's ein Doppel... Ah, The Barry ist da. Augenblick mal. Ohne mich findet ihr keine Party statt. Klar. Und... Ist das nicht der Kleine, der am See der Stärke noch weinend weggerannt ist? Na, inzwischen Stärke geworden. Mir soll es recht sein. Wir schlagen euch 2-2. Okay, wir haben nochmal einen epischen Doppelkampf mit unserem guten Bob gegen Mars und Jupiter. Und Doppelbronzong, okay. Sollte ja kein Problem werden. Der Kämpfer in Mars, fuck, so ernsthaft. Boy, noch nicht mal ein Relaxo. Naja. Wie auch immer. Ne, warte, ich mache Lake auf Bronze. Und das überlebt Bronze auch noch. Das ärgert mich so ein bisschen. Lichtschild auch uncool. Aber ich denke, dass das dann doch gewuppt wird. Ja, macht jetzt nicht so viel Schaden. Ist definitiv aushaltbar. Und er ist besiegt. Sehr nice. Hat das Mamfaxo dann doch was Sinnvolles auch gemacht. Und ein Scantank. Alles klaro. Und ich mache einfach Lake erstmal auf ein. Das ist ganz angenehm, wenn der erste Trainer schon besiegt ist. Oh, das Orodel mit Level 46. Gar nicht so bad. Flammenwurf, dadurch, dass ich Subtype Stahl bin, das ist normaler Damage. Eigentlich ein bisschen uncool. Und ich hoffe, dass Mamfax jetzt auch wieder Scantank angreift. Body Slam, yep, sehr gut. Und paralysiert, sehr nice, das gefällt mir. Und futternde Beere, wenn jetzt die Paralyse weg ist, ey. Nee, die Paralyse bleibt, okay. Doch spannender als erwartet. Da ist jetzt gleich mal mit einem 46er Pokémon. Die haben jetzt gleich hier gut aufgeholt im Vergleich zu vorher. Einmal Rülpser, okay.
Alles klar, der scheint echt bösen Mundgeruch zu haben, wenn ein Rülpser so viel Schaden macht. Und Body Slam, zack, bumm. Ah, der lebt leider immer noch. Man weiß aber, Wasserdüse sollte lang, um ihn jetzt auszuschalten. Kein Trank eingesetzt, sehr schön. Finalschlag, okay, das haben wir zum Glück überlebt. Finalschlag, das kann schon böse sein. Da kann man auch hier schon böse Schaden kriegen. Und das Bronze macht immer noch das, was es kann. So ein bisschen angreifen. Und ein Biss, sehr schön. Und noch ein Golbat. Okay, wieder Level 41, also wieder etwas entspannter. Da machen wir doch dann wieder die Lake. Und, wieso überlebt das mit so wenig Leben? Was soll denn das? Hätte schon mal hier komplett besiegen können. Gigasauger ist okay, damit kann ich arbeiten. Und er kriegt auch kaum Leben dazu. Mamfaxo, besiegt den mal, ja, bitte. Er geht voll auf mich mit seinem blöden Gegenstoß. Los, Mamfaxo, deine Zeit. Bis. Okay, er geht lieber auf das Bronze. Jetzt muss ich aber leider wieder aufs Golbat gehen, weil der wahrscheinlich wieder aufs Bronze geht. Das Bronze ist immer noch nicht besiegt, dann brauchen wir noch mal eine Runde mehr. Eieiei. Hätte jetzt auch einfach aufs Golbat gehen können. Naja, gut. Auch in Ordnung. So. Weiter geht's. Wir haben den ersten Trainer schon besiegt, auch wenn wir noch trotzdem mitten im Doppelkampf sind. Finde ich eigentlich ganz gut, bei Doppelkämpfen immer zuerst den einen komplett auszuschalten, dass der nicht mehr angreifen kann. Und das gefällt mir gar nicht, dass der mich so runterprügelt. Body Slam. Ja, cool. Eine Lake auf Bronze und dann sollte es besiegt sein. Hoffe ich doch mal. Ja, sehr schön. Und dann gucken wir mal, was als nächstes eingesetzt wird. Irgendein Pendant zu dem Skuntank? Vermutlich. Schauen wir mal, was kommt. Ein Schnurrgast, okay. Könnte das als Pendant durchgehen? Ja, ich glaube schon. Ja, machen wir wieder Lake. Macht zumindest so ein bisschen Schaden. Hoffentlich langt das. Und? Ja, souverän, nice. Eine Lake besiegt. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und noch ein Body Slam, der daneben geht. Und jetzt kommt noch ein Golbat. So, können wir das jetzt mal hier gemeinsam besiegen? Ich eine Lake, du ein Whatever und dann ist es down. Zack, sehr schön. Ein Biss und das habe ich gerade so noch überlebt. Es kommt ein bisschen mein Polion ist etwas verwirrt. Hat ein bisschen Panik, aber da haben wir doch Mars und Jupiter souverän besiegt. Sehr, sehr nice. Auweia, ich hätte wohl lieber alleine kämpfen sollen. Du bist stark geworden. Trotzdem hast du gegen den Boss keine Chance. Und sie geben mir nochmal 7600 Pokédollar. Alles klar. Hey, meine Pokémon sind echt stark. Stimmt, ich kann bestimmt auch so stark werden wie sie. Aber ich fürchte, für uns ist die Endstation. Moment, Ringrocker, ich helfe dir. Nice, du halt nochmal meine Pokémon. Nice, nice, nice. So, das wäre erledigt, Ringrocker. Der Rest liegt in deiner Hand. Warum in meiner? Jetzt rennt er einfach wieder weg. Was soll denn das? Und das nenne ich mal einen Cliffhanger. Beim nächsten Mal kommt dann ein wirklich, wirklich spannender Kampf gegen den Team Galactic Boss. Wir erfahren, wie es mit Palkia weitergeht. Seid ihr schon gespannt? Schreibt die Kommentare. Lasst gerne noch ein Like da und auf keinen Fall vergessen zu abonnieren. Kostet nichts, aber hilft meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal.